So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Platin Together. Und anscheinend hat letztens der Kilian hier etwas erledigt. Ich weiß jetzt zwar nicht genau was, aber eins weiß ich, und zwar kann man diese Arena-Leiter noch bekämpfen. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier unser Rival noch bekämpfen kann, aber eins weiß ich, und zwar, dass wir uns die aufheben für später. Ich denke, machen wir einfach ganz am Schluss, so wenn das noch geht dann, bevor wir uns zur zweiten Runde gegen die Pokémon Arena Leiter begehen. So, aber jetzt würde ich erst einmal schauen wollen, ob wir noch Schutz haben. Denn diesen haben wir anscheinend aufgebraucht. Aber wenn wir einen neuen haben sollten, wird er ganz unten sein. Und da ist er auch. Jo, dann gehen wir ins Erholungsgebiet. Das wäre dann auch schon das letzte Gebiet. Ich denke, dann wird offscreen trainiert. Und dann können wir auch schon. Dann können wir schon die zweite Arena Pokémon-Liga-Tour machen. So. Ja, genau. Jetzt erstmal die Beeren einsammeln, die wir das letzte Mal hätten stehen lassen. Wir hatten auch noch einige Honigbäume eingeschmiert. Also zwei Stück auf jeden Fall. Da hätte man noch nachschauen können, ob die noch da sind und wackeln. Aber ich denke, da ist eh kein Pokémon mehr dran, das für uns von Interesse ist. Obwohl, ich glaube, da kann Mumpfax dran sein. Wenn ich mich nicht irre. So, wir müssen bestimmt an denen vorbei. Obwohl, okay, da war nur ein verstecktes Item. Vielleicht machen wir die Pokémon-Leiter, die Arena-Leiter, doch noch. Wenn wir zu schnell. Ah, okay, ich sehe schon. Wir müssen wieder surfen. Aber die hatten wir alle schon besiegt. Da können wir erstmal vorbeiflitzen. Und ab hier dürfte es neuer Gegner sein. Der war versteckt. Der zählt nicht dazu. So, ich muss mich, denke ich, ab und zu kurz muten, weil ich doch schon wieder erkältet bin. Und ich natürlich keine Lust habe, euch in das Mikrofon reinzuschniefen, geschweige denn reinzuniesen, geschweige denn reinzuschniefen. Dann schicken wir Chris in den Kampf. Kanivana. Kanivana, doch, Kanivana. Chris ist auch fast Level 60. Und was er düstet, wird uns nichts tun. So. Die Rauhaut verletzt uns, wie immer. Garnivana noch einmal eins. Der wird wohl drei Stück besitzen. Machen wir nochmal Ladungsstoß. Vielleicht kriegen wir da keine Rauhaut ab. Aber ich glaube, da kriegen wir überall Rauhaut ab. Ah, nee, okay. Bei Funksprung keine. Dann wird es wohl eine. Stimmt, wir haben ja mal einmal physisch und einmal psychisch. Zwar könnten die anderen Pokémon noch ein paar Level brauchen, aber ich glaube. Am klügsten wäre es gewesen, Chris trotzdem drin zu lassen. Ich meine, im Endeffekt müssen wir eh alle auf 70 trainieren. Aber Wendigo sollte mit der Samenbombe auch ganz gut klarkommen. So, da hätten wir den besiegt.
Und ab hier sind wir in einem neuen Gebiet, das wir noch nie betreten hatten. Aber dann brauchen wir Chris auch gar nicht vorne. Ich denke, hier ist war man Neo ganz gut. Chris kann man ganz nach hinten. Ich denke, den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ich denke, jeder, der so weit gekommen ist, tut sich mit Stärken und Level etwas auskennen. Selbst ich habe da ein bisschen Erfahrung. Ich meine, ich bin jetzt zwar nicht so das Genie. Da haben wir jetzt natürlich doch das falsche Pokémon draußen, aber mit Eisstrahl sollten wir klarkommen. Oder auch nicht. Entschuldigung. Da konnte ich mich auch nicht mehr muten. Das aber keinen Sinn hat, nochmal zu tauschen. Und ich glaube, Enttoron auch ein. Ein Psycho-Pokémon ist. Sollte Knieser doch ganz okay sein. So. Neo erhält 2000 Erfahrung. Das war aber ein ziemlich langer Kampf für ein einziges Pokémon. Voltenso, das sollten wir auf jeden Fall wechseln. Ja. Gott, was ist denn los? Elektro, dann setzen wir einfach mal Wupan ein. Problem ist halt, dass ich keine Mutas hat, sondern hab, sondern immer diesen Regler nach unten schieben muss, wodurch ich mich ganz schlecht muten kann, wenn ich niesen muss. Dann machen wir mal Flammenblitz. Ich denke, der sollte reichen. Oh Moment, dann machen wir uns ja selber Schaden. Aber dafür machen wir ihn One-Hit. Und wir bekommen immer noch mal etwas HP zurück. Durch unseren Siegesang. Und er ist alles noch nicht besiegt. Jetzt hat er noch einen Sandama. Jetzt können wir unseren Neo noch aber reinschicken. Und zwar einmal den Surfer. Obwohl Kaskade, glaube ich, stärker gewesen wäre. Macht aber hier in dem Fall eh keinen Unterschied, da es One-Hit ist. Und Neo hat ein Level Up. Jetzt ist natürlich die Frage, werden da weiterhin solche Pokémon kommen, wie er sie hatte, oder eher Wasser-Pokémon, eher Sand-Pokémon, Boden-Pokémon. Auf jeden Fall werde ich, da ich die Antwort nicht weiß, unserem Neo kein Sonderbonbon, sondern eine Kumo-Milch geben. So. Kumo-Milch haben wir ihm gegeben. Schutz wirkt nicht mehr. Brauchen wir einen neuen? Superschutz, so etwas, was ich zum Beispiel, was ich, wenn ich selber spiele, so gut wie nie benutze. Da mache ich eigentlich jedes einzelne Pokémon. Zumindestens drücke ich dann Flucht. So, jetzt aber, jetzt sollten wir hochkommen. Ja. Und darunter, da gibt es eine Höhle. Da will ich jetzt aber eigentlich erstmal nicht durch. Ich würde gerne diesen Weg da oben lang gehen.
Und wir haben Drachenpokémon als Gegner. Und daher ist es ziemlich gut, dass wir Neo vorne haben. Denn Neo hat Eisstrahl. Knuckleon, ist das ein Drachen-Pokémon oder ist das ein Feuer-Pokémon? Oder ist das ein Boden-Pokémon? Feuer ist es schon mal nicht, aber ich denke, Surfer oder Kaskade wird hier am besten sein und nicht der Eisstrahl. Weil es gibt ja auch dieses ein Vieh, das Feuer ist, das relativ. Oh, es sieht eigentlich ganz anders aus. Das ist dieses Vieh mit dem Vulkan hinten auf dem Rücken. Ich dachte kurz, das wäre die Vorentwicklung, aber das ist ja ein ganz anderes Pokémon. Vibra, das sollten wir aber mit Eisstrahl besiegen können. Ja. Da kommen wir doch ganz gut durch. Drachenprofi hat da bei nicht mal richtige Drachen-Pokémon. Ich meine, Vibra ist zwar, glaube ich, ein Drachen-Pokémon, aber. So, dann fahren wir hier einmal runter. Schutz wirkt nicht mehr. Ich denke, das ist hier egal. Aber hier, wir überspringen doch gerade einen ziemlich großen Abschnitt. Das war jetzt auch so gar nicht meine Absicht. Ich meine, wir könnten hier überall runterfallen, wenn wir wollten. So. Das sind aber noch Items versteckt, die ich haben will. Ein Sandsturm. Den brauchen wir natürlich nicht. Aber es gab doch mal einen TM. Die gab es, glaube ich, nur in einer Generation. Das war die dritte, wenn ich mich richtig entsinne. Womit man Sandstürme und so auflockern konnte. Ich weiß nicht, ob das immer noch geht. Ich bezweifle es mal einfach. Oi. Enkoro. Da ist, glaube ich, unser Neo fehl am Platz. Aber er sollte auch mit Knirscher kämpfen können. Wenn es natürlich nicht zurückschreckt. Also eigentlich könnten wir auch austauschen. Mittlerweile. Jawohl. Vom Damage her reicht es auch so. Der macht uns sicherlich nicht platt. Macht sich aber selber einiges an Schaden. Da kommt ja noch der Sandsturm dazu, was ihn auch ziemlich viel Schaden macht. Natürlich, die Erfahrung müssen wir austauschen. Ich denke wahrscheinlich schon, weil wir überleben maximal eine schwache Attacke, die nicht effektiv ist. Rexplissar kenne ich gar nicht. Er hört sich aber sehr nach Wuppern an. Also kennen tue ich es wahrscheinlich schon, nur sagt mir der Name gerade nichts. Oh, ein Eis-Pokémon. Das sollte doch der Flammenblitz Bilflies sein. Das ist wahrscheinlich die Weiterentwicklung von diesem Baumstumpf, gegen das wir mal gekämpft haben. Und der Sägesang macht die Risiko-Tackle mal gerade halb so schlimm. So, da haben wir aber nochmal unsere Pokémon. Ich meine, da oben gibt es noch einiges zu entdecken, aber ich habe echt keinen Bock mehr auf diesen Sandsturm.
Ich möchte zumindest einmal hier unten gewesen sein, dass wir dort hin uns hinfliegen können. Ich wollte schon hin teleportieren sagen. Aber dann können wir auch gerade unsere Pokémon einmal heilen. Achso, ich sollte vielleicht mal die Maus aus dem Bild holen. So, was wir jetzt machen, wir gehen nochmal zurück und machen einfach nochmal ein paar Trainer platt, die wir jetzt übersprungen hatten. Oder gibt es da unten ein Geheimnis? Oder hier zum Beispiel? Achso, wahrscheinlich waren wir hier schon mal. Oh, gegen diese Trainer hatten wir noch nicht gekämpft. Was machen wir denn? Kaskade, denke ich. Das hat nicht so viel gebracht. Dann versuchen wir es mit Knirscher. Wie er mir, so ich ihm. Aber bei ihm ist halt nicht effektiv, hätte ich mir auch denken können. Dann versuchen wir es nochmal mit Eisstrahl, obwohl der wahrscheinlich auch nicht viel bringen wird. Aber zumindest mehr als das, was wir bisher benutzt hatten. Russ Kirillia, da tauschen wir ein. Und machen ihn auch mal wieder mit einem Flammenblitz platt. Flammenblitz ist doch eine sehr starke Attacke. Zieht halt über 30 HP uns ab. Aber zum Glück heilen wir uns zumindest mal wieder für 13. So, dann können wir noch gegen jeden guten Mann kämpfen. Ich denke, da können wir den Part auch schon beenden. So, jetzt ist die Frage, schafft das Neo noch? Ich denke wahrscheinlich eher nicht und wir hätten Knirscher benutzen können, sollen. Kaskade wird hoffentlich auch reichen. Wenn nicht, sind wir verloren. Ja, war ein Volltreffer. Und beim Volltreffer, nachdem wir... Oh, okay. Ah, okay, jetzt ist er als erstes dran. Das wird es auf jeden Fall gewesen sein. Dann, wir können unseren Wupan reinschicken, aber ich denke, Wendigo könnte so einen einfachen Gegner doch gut tun. Butalanta ist ein Drachen-Pokémon auf jeden Fall. Da können wir auf jeden Fall. Ah, Neo ist schon besiegt. Dann lassen wir Wendigo einfach mal drin. Und versuchen erstmal unser Glück mit Samenbombe. Dürfte aber nicht viel ausmachen, ja. War schon klar. Erstens mal hat Wendigo keinen guten Angriff. Ach komm, wir tauschen. Ich denke, es hat jetzt keinen Sinn, da groß zu probieren, irgendwas Starkes rauszu. Suchen. Da haben wir schnell ausgetauscht und mit Flammenblitz zweimal drauf gekloppt, wenn wir das überleben. Weil der macht ja
extra Schaden auf Wuppern durch den Kampftipp. Wir bringen uns damit, glaube ich, um. Ja, wir bringen uns damit auf jeden Fall um. Ah, okay. Ein HP bleibt uns wohl. Jetzt frage ich mich, war das Glück? Okay, ich hätte es gerne ausprobiert, ob ich, wenn ich jetzt nochmal wenn ich nochmal Flammenblitz benutze. So, dann können wir auf jeden Fall Nick leicht erfarmte Erfahrungspunkte geben. Machen wir einfach Aurasphäre, das wird wohl lang. Oder auch nicht. Alles klar. Dann machen wir halt noch einen Angriff. Nick kriegt auch extra Schaden. Machen wir einfach Turbo-Tempo, dann sind wir auf jeden Fall als erstes dran. Dann war den Astrainer, hätten wir auf jeden Fall besiegt. Dann speichere ich hier. Nein, wir sind am Ende unserer Zeit und ich verabschiede mich. Wir sehen uns das nächste Mal wahrscheinlich, wenn wir schon das Gebiet fast beendet haben. Vielleicht sehen wir uns auch das nächste Mal schon vor der Arenaleiter. Pokémon-Liga. Obwohl, ich denke, die Trainer da oben dann noch die Arenaleiter. Also ein Part wird es wohl wahrscheinlich noch geben, bevor wir in der Liga sind. Auf jeden Fall auf Wiedersehen. Jo, ciao.